Vielleicht schlafe ich auch noch eine kurze Runde in meinem Bettchen. Einfach nur, um mich gut ausgeruht zu fühlen. Was kann ich am Sicherheitsterminal hier machen? Habe ich da überhaupt schon mal reingeguckt? Nur für Sicherheit. Sicherheitsaufzeichnung. Ach, da waren die Sicherheitsaufzeichnungen drin. Ja gut, dann wurden die zumindest mal aufgezeichnet. So, soll ich nochmal nach meinen Mitbewohnern quasi gucken, die hier unten irgendwo rumkrebsen. Hallo. Na, alles in Ordnung hier? Ach ja, ich muss ja noch das Dings, genau, das Paket. Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. Das wurde aber auch Zeit, wa? Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Gesellschaftliche Unart? Am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Übertreibst du da nicht ein kleines bisschen? Die Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Ja, das ist echt super irrational. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Okay. Was? Okay. Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Das ist technisch Wusstest gesehen korrekt, nicht? Ja. Aber oh ja. Das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Sei doch nicht so gemein. Vertrauensklemm. Ja, was für eine Art? Von was für einer Art von Chemikalien sprechen wir hier? Naja, das liegt bei dir. Ah, okay. Aber was ich so gehört habe, haben sich die Entwickler da wirklich selbst übertroffen. Dann gucken wir doch mal. Das wird bestimmt lustig, genau. Ist okay. Du kannst uns vertrauen, Clem. Clems Vertrauen zu erhalten, ist nicht Ziel dieser Experimente, sondern unser aller Wohlergehen. Ich freue mich aber, wenn er mir vertraut. Also, bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Aber sehr gerne. Und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow, danke. Na dann... Bau den Getränkeautomaten-Prototyp und versorge ihn mit Energie. Das lässt sich ja wohl einrichten. Getränkeautomat-Prototyp findet sich bei Spezial eventuell. Getränkeautomat-Prototyp. Naja, im Moment knallen wir einfach hier irgendwo an die Wand. So, Energie braucht er auch noch. Produziert Fröhlichkeit, so wie es aussieht. Nein, nicht Raider. Ja, ich mag das nicht mit diesen Mini-Dingern, Generatoren hier rumzufummeln. Eigentlich brauche ich hier einen fetten Power. Hier so ein Teil, ein Voltec-Reaktor. Aber ich habe hier ja schon einen Reaktor. Nur weiß ich nicht, wie ich den Strom, wo genau der ist und wie ich den Strom dann hierher. Da muss ich ja tausende Kabel legen. Ich muss mich nochmal umgucken, wo dieser Reaktor ist, damit ich das Strom... Das Strom vor allem hier hinlegen kann. Ich laufe rum und suche. Hier war noch ein Reaktor. Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Guck, wir produzieren 153 Energie. Muss ja irgendwo herkommen. Und warum null Wasser? Warum null Wasser? Hatte ich den Wasserdings nicht irgendwo an. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich dachte, wir hatten hier die fette Wasserproduktion. Oder hatte ich vergessen, da Strom dran zu machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen uns intensivst umschauen. Hauptsache, der ganze Laden hier ist kein verdammtes Labyrinth. Oh, Moment. Doch, es ist ein verdammtes Labyrinth. Aber da kann ich ja nichts für. Ah, hier war die... Ja, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Wo war denn der Reaktor, McCready? Sag doch mal. Hier war einer, ich weiß es einfach. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon dreimal dem vorbeigelaufen und habe ihn einfach nicht gesehen, weil ich blöd bin. Durchaus möglich. Ja, hechel dir erstmal ruhig einen ab.
Hier ist nun offenkundig auch kein Reaktor. Keine Lust, lebendig begraben zu werden. Ah, sei doch nicht so pessimistisch. Hier wird niemand lebendig begraben. Hier ging es, glaube ich, auch nur wieder zu der... genau. Ist das Uran nachgewachsen oder was? Oder habe ich vergessen, das zu ernten, als ich das letzte Mal hier war? Weil wenn es nachwächst, dann freue ich mich natürlich. Das wäre voll super. Dann können wir immer wieder Uran ernten. Und Uraneis daraus machen. Das ist natürlich eine Idee. Oder ich habe es beim letzten Mal einfach vergessen, was natürlich die viel größere Wahrscheinlichkeit ist. Genau, da ist die Baustation. Muss hier doch irgendwo der zweite Reaktor sein. Also nicht zweite Reaktor, der Reaktor überhaupt. Hier war einer, ich weiß es einfach. Wo ging es hier hin? Zu deiner Mutter? Ah, der Bereich. Natürlich, ich erinnere mich. Da muss ich jetzt aber auch nicht hin. Da kommen wir oben aus der dem Geschäft raus, irgendwo aus dem Laden. Hier ist der Nordostsektor, ja, den finden wir natürlich auch sehr gut. Der ist nordöstlich. Hier sind noch ein paar Pilze gewachsen. Pilze. Die knuspern wir uns noch schnell rein. Sind gut für die Lunge, habe ich gehört. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich habe es gehört. Und dann muss es wahr sein. Da geht's wieder nach oben zum Hauptbereich. Sag mal, ich bin doch nicht doof. Hier ist doch ein Reaktor irgendwo. Hier stand doch irgendwo einer. Und Wasser gab es hier auch. Und warum liegt hier eine Leiter rum? Und warum habe ich eine Maske auf? So, die Leiter braucht kein Mensch. Die wird einfach verschrottet. Und hier die Leiche, die müsste man eigentlich auch mal verschrotten. Weil, wer braucht schon eine Leiche? Die liegt da auch nur doof rum. Und der gibt wenig Sinn. Siehst du, hier kommen wir hier nämlich wieder raus. Hier. Alles führt irgendwie im Kreis. Alles dreht sich im Kreis. Alle drehen sich im Kreis. Es wäre schön, wenn man eine funktionierende Minimap für diesen Laden hätte, aber nein. Sowas gibt es natürlich nicht. Das wäre ja auch purer Luxus. Hüpf. Ah, hier ist die komische Wasserpumpe. Funktioniert die denn nicht? Ach so, die... Das funktioniert nicht ohne Energie. Hä, aber ich hatte doch die Energie angeschlossen. Nicht denn doof? Die sind ja aus. Warum sind die kaputt? Die muss ich reparieren. Das verstehe ich nicht so ganz. Jetzt gibt's wieder Wasser. Gut, gut. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum? Aber... Oder sind die vorhin auch kaputt gegangen? Als... Was heißt vorhin? Vor langer, langer Zeit. Als Dings Clem sich auf dem Laufrad da abgeradelt hat. Sind die da gleichzeitig mit kaputt gegangen? Weil da ist der kleine Reaktor ja auch kaputt gegangen. Das hing womöglich zusammen. So, hier war die Uranhöhle mit den Skorpionen. Hier war der Roboter, genau. An den erinnere ich mich auch noch. Aber wo ist der fette Reaktor, der irgendwo rumsteht? Oder stand der im Eingangsbereich irgendwo? Bin bestimmt schon an dem vorbeigelaufen. Hier ist irgendwo noch was radioaktiv. Kann ich hier noch Uran abbauen? Da oben. Hatte ich den doch glatt übersehen. Wir wollen ja keinen Uran übersehen hier irgendwo, weil Uran super ist.
Es hat so einen gesunden Schimmer. Es kann also nur gut sein. Und ich weiß immer nicht, wo dieser Kackreaktor ist. Der muss doch hier irgendwo rumstehen. Das kann doch nicht angehen. Ich weiß doch, dass der hier ist. Irgendwo müssen die 173 Energie hier kommen. Wir haben irgendwo einen Reaktor, der 150 Energie produziert. Aber ich habe vergessen, wo der steht. Kann ich echt so blöd sein? Kann das angehen? Wahrscheinlich bin ich echt schon 100 Mal an dem vorbeigelaufen und ich bin einfach doof. Ansonsten baue ich mir gleich einen neuen. Eiskalt. Da kenne ich dann einfach nichts. Kenne sowieso nichts, aber da kenne ich dann ganz besonders nichts. Der steht wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Lass mich raten. Hier. Das ist der Reaktor, ne? Ja, das ist der Voltec-Reaktor. Kabel. Muss ich jetzt echt... Leitung. Ich kann Leitungen bauen. Leitungen sind schon mal gut. Das heißt, ich baue Leitungen irgendwo an der Decke entlang am besten, ne? Wo kann ich die denn... Leitung, Leitung, Leitung. Von oben nach unten. Von rechts nach links. Von vorne nach hinten. Leitungswechsler. Lichtleitung. Energieabstrahler. Bin mir noch nicht 100% sicher, wie wir das jetzt machen. Energieabstrahler, Leitungsknotenpunkt. Kann ich den an die Decke flanschen? Wo kann ich den an? Ich kann den am Boden pappen, aber warum denn am Boden? Warum soll ich denn Leitung am Boden legen? Es wäre viel sinnvoller, die an der Decke lang. Außerdem laufen ja schon Leitungen entlang. Warum fließt der Strom nicht automatisch dorthin durch? Kannst du mir das mal sagen? MacReady, sag doch mal. Nein, er sagt das natürlich nicht. Ich finde es ein bisschen albern, die Leitung am Boden entlang zu legen. Das gefällt mir nicht. Warum gehen die nicht an die Decke? Doch, der geht an die Decke. So müssen wir das machen. Der muss irgendwie an die Decke. Die Frage ist nur, ob ich die Leitung dann auch ordentlich langgelegt kriege. Guck mal, wenn ich da jetzt eine Leitung dran pflanzen will, kann ich eine Leitung durch eine Wand legen? Warum nicht? Ja. Also das mit der Leitung, das leuchtet mir nämlich noch nicht ein. Die kann man anscheinend durch eine Wand legen, aber dann ist sie nirgendwo angeschlossen. Hä? Was ist denn das für ein Mist mit Stromleitungen hier? Kann mir jetzt mal irgendjemand nahe bringen, was das soll? Ich baue mir einen zweiten Reaktor. Das ist mir zu blöde jetzt, echt. Entschuldigung, aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Ich baue mir hier in der Haupthalle noch einen Reaktor hin. Einfach so, weil ich es kann. Nein, nicht Licht, sondern hier, Generator. Mittel, Groß, Windrad, Fusion, Reaktor. 150 Energie sollten fürs Erste reichen, oder? Ich meine, ich kann den erstmal hier hin klatschen und den am Ende noch weiter verschieben, oder? Oder baue ich den am anderen Ende hier hin? Ich kann den zur Not später noch verschieben. Ich baue den mal hier irgendwie... hier in die Ecke rein am besten, oder? Aber da steht er auch so auf 7:30. Pass auf, ich baue den Boden hier mal ein bisschen weiter. Jetzt bin ich schon wieder am Bauen. Naja, aber es gibt Schlimmeres. Vault. Innenbereich. Korridore. Nein, ich will nur eigentlich nur Boden bauen jetzt. Wo war der nochmal? Ach, der war im Atrium. Warte. Nein, nicht Gerüst. Vault, Innenbereich, Versorgung, Korridore. Atrium. Ich bin ja hier im Atrium. Boden. Vorsicht, ich baue den Boden durch deine Beine hindurch.
So, jetzt baue ich hier einen Reaktor hin. Ist mir egal, ob das wie Kraut und Rüben aussieht. Ich habe keine Zeit, mich um den ganzen Kleinkram zu kümmern. Ich baue ja mal einen fetten Reaktor hin. So, guck mal, geht doch. Boah. Und dann baue ich am besten oben an der Wand irgendwie was. Man kann die Wände ja auch noch höher bauen da. Ist vielleicht auch sinnvoll. Atrium. Wand unten. Wandmitte. Das ist ja, was ich brauche, ne? Ja, die flanscht er direkt darauf. Genau so, wie es soll. Und da passt es wieder nicht. Ach, ist das nicht herrlich, liebe Kinder. Ist das nicht herrlich. So, und dann legen wir da oben eine Leitung lang. Da machen wir ein bisschen Strom an der Wand lang. Dann passt das alles. Jetzt habe ich wieder so einen komischen Leitungsschaden da, keine Ahnung. Geh mir auf den Keks mit seinen Leitungen. Licht? Nein, Licht ist es ja wohl nicht. Stecker und Schalter. Hier so ein Stromleitungsteil einfach. Machen wir da einen hin. Da einen hin. Und da einen hin. Und da hin auch noch. Man kann nie genug Strom haben. Glaube ich. So. Von da nach. Oh, von da nach. Da, genau. Und dann von da nach dort. Ja, wundervoll. So, dann kann das Ding hier nämlich, das macht sowieso nur jämmerlichen Lärm, kann eingelagert werden. Stattdessen. Guck mal. Strom. Und? Strom. Strom? Warum geht das nicht? Ach, weil der das hinten anbaut und dann steht das Ding in der Wand drin. Pass auf, dann müssen wir das ein bisschen von der Wand wegziehen. Vielleicht geht's jetzt. Jawohl. Schon haben wir Strom. Yes. Verbinde ein Terminal mit dem Getränkautomaten. Lege die Parameter für das Gedöns fest. Ist das Terminal jetzt nicht über Umwege auch damit verbunden? Wollen wir mal gucken, ob er da irgendwas zu sagt? Getränkeautomaten-Experiment. Ja, perfekt. Geheimer Getränkeautomat-Prototyp. Der ist super geheim. Parameter des Experiments auswählen. Wir gucken erstmal Notizen von Dr. Braun. Nachdem die anfänglichen Vorräte an Essen und Trinken aufgebraucht sind, werden sich Waldbewohner an alles Neue gewöhnen, das wir ihnen geben. Das eröffnet uns die faszinierende Möglichkeit, chemische Zusatzstoffe in ihre Ernährung einzubringen, ohne dass sie etwas davon erfahren. Nach den Fokustests haben wir uns für einen Getränkeautomaten entschieden. Die einzige Grenze wird durch unseren chemischen Erfindungsreichtum gesetzt. Machen Sie Voltec stolz. Das habe ich vor. Appetitzügler. Forschungsaufzeichnungen. Wir haben erstaunliche Fortschritte beim Synthetisieren eines Lipstatin-Derivats erzielt. Die Nebenwirkungen sind zugegebenermaßen stärker, die Effektivität dafür beachtlich hoch. Versuchspersonen haben während des Testzeitraums 10% ihres BMI verloren. Leider kam es bei den Teilnehmern auch zu einem Produktivitätsrückgang. Ein Todesfall durch Tod. Ja, genau. Ein Totalausfall durch Tod. Zwei Personen weigerten sich, das Bett zu verlassen. Die anderen verbrauchen jedoch maximal ein Viertel der Standardration. Wenn wir die Probleme beheben können, dürfte die Versorgung eines kompletten Vaults in Zukunft wesentlich weniger Ressourcen in Anspruch nehmen. Ja, aber die Leute verhungern auch. Das wollen wir nicht. Stimmungsaufheller. Forschungsaufzeichnungen. Herr Lucigin hat uns eine kleine Probe des ziemlich interessanten Endprodukts zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine wasserlösliche und extrem psychoaktive Verbindung. Sie erzeugt kurzfristig Euphorie und in manchen Fällen auch schwache Halluzinationen. Überraschenderweise sind bei den Versuchspersonen keine Entzugserscheinungen aufgetreten. Allerdings kam es nach dem Absturz häufig zu depressiven Verstimmungen. Zum ersten Mal hat unser Team keine Todesfälle verzeichnet.
Das ist gut. Die stärkste Nebenwirkung ist bei Versuchsperson 13 aufgetreten, die seit 13 Stunden ihre Hand anstarrt. Faszinierend. Hinweis, wir versuchen noch die Farbe zu ändern und den Geschmack. Das klingt auch negativ. Allgemeine Koffeinierung. Forschungsaufzeichnung. Das war es jetzt so langsam mit Ted. Wenn man die umfangreiche Präsentation seines Teams beiseite lässt, ist der aktive Bestandteil von Ergänzung Z einfach nur Koffein. Ganz normales Koffein. Wie zu erwarten, haben sich bei den Versuchspersonen keine nachteiligen Auswirkungen ergeben. Teds Team hat außerordentlich viel Zeit damit verbracht, Geschmack und Kohlensäureeinreichung abzustimmen und es gab sogar einen Fokustest gegen Nuka-Cola, um den Reiz zu erhöhen. Ich muss zugeben, das Getränk ist erfrischend. Gott, ich hasse Ted. Es ist also einfach ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Weißt du was? Genau das machen wir. Ein leckeres, Schätze, koffeinhaltiges ich habe geöffnet. Erfrischungsgetränk. Ja, Klemmer, trink ruhig einen Schluck. Sei es dir gegönnt, mein Freund. Sag mal, ist eigentlich unser Rekrutierungssignal noch an? Weil, wo war das Rekrutierungssignal? War es hier unten? Ja, es ist aktiviert. Steht auf on. Jetzt steht es auf off. Jetzt ist es wieder on. Weil es wäre ja schön, wenn noch mehr Leute kommen, um Freude an unserer Wahl zu haben. So viel Getränke, wie das Herz begehrt. Aber nicht mehr. Ja, labe dich daran, mein Freund. Labe dich. Wow, das ist gutes Zeug. Ja, das freut mich. Das scheint ihnen zu schmecken. Das finde ich gut. Gibt es eigentlich etwas, was meiner Vault fehlt? Genug zu essen scheinen sie zu haben. Bett, Moral, Größe ist relativ groß. Ich überlege, ob ich hier noch was anbauen soll. Vielleicht so ein paar Fertigstrukturen irgendwas. Im Innenbereich, Versorgung, breite Korridore. So ein breiter Korridor hat natürlich was. Huch. Der nachher in den Tunnel da reinführt. Räume. Gewöhnlich. Kantine. Ach, das snappt ja wieder nicht an den Boden ran. Das verstehe ich einfach nicht. Warum snappt das da nicht dran? So kann man doch nicht bauen, wenn das da nicht... Oh. Sowas nervt so ein bisschen. Warum snappt das da nicht dran? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch. Innenbereich. Snappt das denn dran? Das snappt da dran. Das ist doch ganz gut. Innenbereich. Vier Wege. Treppenhaus. Kann natürlich hier noch eine Etage draufsetzen, ne? Locker. Aber eventuell machen wir erstmal das Experiment. Wow. Du freust dich, dass du in einem Vault bist, ne? Zapf dir mal gut was ab da. Ich setz mich einen Moment hin. Oh, eigentlich bräuchte ich hier so einen Reiniger. Guck mal, ich habe nämlich, ich bin schon wieder verstrahlt. Ja, ich spreche gleich mit Clem. Ich will nur jetzt erstmal, weil ich ja verstrahlt bin. Wo war der bei, war das bei Energie? Laufschrift? Sonstiges? Ich glaube, der war hier bei Sonstiges, dieser Bogen, der mich entgiftet. Jawohl. Das ist eine Nixi-Röhre, keine Ahnung. Dekontaminierungsbogen, den tue ich erstmal hier hin. Den kann man ja später noch woanders hinstellen. Zur Not. So, einfach anschließen. Nein, der soll... Achso, ich bin noch im Baumodus, ja kein Wunder. So, jetzt aktiviere ich den. Ah, besser. So, Klemmer, wie hat's dir das geschmeckt? Zeug ist besser als Nuka-Cola. Probier's mal. Gerne. Bist du zur Kontrolle hier? Ich hab hier einen Kunden. Noch eine Erfrischung? Was zum Teufel ist das? Ich hab mal eine Nuka-Cola getrunken und dieses Zeug... Ich weiß. Da sind spezielle Chemikalien drin. Sehr spezielle. Naja, was auch immer es ist. Ich liebe es. Ja, freut mich, dass es euch gefällt.
Das finde ich voll super.